Tornado Stream. Hallo und herzlich willkommen zu Tornado Stream. Heute ganz kurz vorweg, ich will nicht lange quatschen, aber ich werde mich heute ein bisschen im Hintergrund halten und ein bisschen außen off kommentieren. Und zwar, ich war bei meinem Vater im Garten oder eigentlich auch nicht im Garten, vielmehr mein Vater hat ein Video gedreht, aber ich möchte über den Begriff Upcycling sprechen. Nicht Recycling, sondern Upcycling. Upcycling ist, wenn man aus irgendwelchen Müllprodukten oder Abfallprodukten oder Resten ein neuwertiges Produkt zaubert. Und das machen wir heute in diesem schönen Video. Und ich möchte auch nicht viel schnacken. Mein Vater hat das Wort. Weiter. Ach, ihr seid es. Hallo. So richtig bin ich ja gar nicht vorbereitet auf euch, um zum Elend dieser Welt beizutragen. Ich habe meinen Boden aufgeräumt und da habe ich einen Haufen Zeug gefunden. Restholz von meinen Bastelarbeiten, das alles so übrig geblieben ist. Und da habe ich die glorreiche Idee und wollte für meine gefiederten Freunde ein Futtersilo bauen, also ein Vogelhäuschen. Und der Sinn der Sache ist, dass das Futter vor Regen, Schnee geschützt ist und dass die kleinen Freunde nicht ins Futter kommen. Das soll verhindern, dass sie das Futter vollkoten und dass da sich Krankheiten ausbreiten und dergleichen. Also ich möchte das mehr so zu verstehen wissen als Art Anregung, weil also die Ausführung ist nicht gebunden an Maßen oder so. Man muss dann eben sehen, was man hat oder zusammenfindet und baut sich das so zusammen. Neben den Holzteilen braucht man vielleicht ein paar Holzschrauben, ein bisschen Holzleim, Flachkopfnägel ein paar. Und um so einige Materialien, die eigentlich nicht so geeignet sind, wie zum Beispiel aus dem Möbelbau, so Pressspanplatten, die kann man mit Spielzeugfarbe, also die ist lebensmittelecht und ist geeignet so für Kinderspielzeug, kann man solche Platten ganz gut gegen die Feuchtigkeit schützen. Das ist nicht das Optimale, aber hält auch immerhin ein paar Jahre, wenn man das so macht. Am besten, ich zeige euch das mal. Und dazu gehen wir dann hinterm Busch und wir gucken mal an, wie das so aussieht. Ha? Kommt mal mit jetzt. Hier im Hintergrund kann man schon schön sehen, was mein Vater alles auf seinem Dachboden gefunden hat. Und ich werde mit Hilfe dieses Fingers hier oder Handschuh das euch erklären und näher bringen, was sich so in diesem Bretterhaufen versteckt hat. So, hier haben wir jetzt eine große Arbeitsplatte. Die werden wir dann erstmal umdrehen und ein paar Leisten drauf montieren, wie man das hier schön sehen kann in dem Beispiel. Jetzt brauchen wir noch zwei Seitenwände und eine Mitteltrennwand, dann eine Rückwand. Und hier sieht man jetzt schön, die Seitenwand, die wir hier bauen, die besteht aus mehreren Teilen. Ha, da sieht man mal, wir upcyclen. So, dann haben wir uns zwei Bretter geschnappt. Die haben wir natürlich dann im 90-Grad-Winkel verschraubt, das natürlich in zweifacher Ausführung. Das wird nachher ins Vogelhaus reingebaut. Das dient dazu, dass das Futter beim Einfüllen sich besser verteilen kann. So, und jetzt noch schnell ein Dach gebaut. Und gleich vorweg, in das Dach kommen noch zwei Löcher für das Futter rein. Dafür brauchen wir noch zwei kleine Brettchen. Die werden dann oben drauf montiert. Wir nehmen wahrscheinlich ein paar Scharniergelenke. Und dann noch einen ollen PVC-Teppich, um das Dach zu decken. Und zum Schluss gibt es noch ein paar Leisten und ein paar Stäbchen. Bretter oder was das sind, keine Ahnung, um das Ganze mit Pfiff zu versehen. Und jetzt macht mein Vater weiter. Wie ihr seht, ich habe die Teile, die nicht mit Futter in Berührung kommen, gestrichen. Und als nächste Aufgabe ist dann Boden belegen, Dachdecken und die Seitenwände mit ein paar kleine Applikationen, also Fensterchen, Türen. Fürs Decken des Daches nehmen wir diesen alten PVC-Teppich. Das Dach bzw. die Bodenplatte ist hier mit Teppich belegt und mit einer Leiste, dass die Feuchtigkeit hier nicht so eindringen kann. Das Dach auch gedeckt. Und die Seitenwände sind auch ein bisschen aufgehübscht. Das sind übrigens Kaffeelöffel, so wie man es an der Tanke oder bei Kaffee to go kriegt. Alle Teile sind gerichtet und im nächsten Schritt werden wir die kleine Hütte zusammenbauen und dann mal sehen, wie es ausschaut. So, jetzt bin ich wieder an der Reihe, aber irgendwas fehlt. Ach, der Beat. So, und hier haben wir uns jetzt ein paar schöne Scheiben organisiert. Die sind natürlich auch recycelt. Von irgendwelchen alten Bilderrahmen hat mein Vater die sich genommen. Und noch ein kleiner Sicherheitshinweis. Bitte beim Glas brechen. Passt auf.
dass ihr euch nicht schneidet. Das wollte ich noch loswerden. So, und jetzt mussten wir natürlich die Scheibe irgendwie da reinbekommen. Deswegen haben wir Bretter genommen, wo sich eine Nut und Feder befand und haben uns quasi die Nut genommen als Führung für die Scheiben. Und wir haben Scheiben deswegen genommen, weil man dadurch einfach besser einsehen kann, wie viel Futter verbraucht wurde. So, jetzt das Dach rauf. Und jetzt haben wir hier noch zwei Leisten angebracht als Dachvorstand, damit das Ganze ein bisschen schön aussieht und zur Stabilisierung der Dachpappe. So, und jetzt kommen wir zu meinem ganz persönlichen Highlight, und zwar die Anflughilfe für die Vögel. Hier kann man schön sehen, wie mein Vater kleine Klötzchen gebaut hat, um damit die gefiederten Freunde einfach schöner landen können, weil man sieht, hier landen sie und dort können sie dann gleich fressen. Also echt wundervoll gemacht. Geniale Idee wieder mal. Und zu guter Letzt kommen wir nochmal zur Öffnung, die sich im Dach befindet. Und zwar, das ist ja unsere Futtereinfüllstation. Und dort kommt nachher diese kleine Klappe rauf. Die wird mit einem Scharniergelenk befestigt. Und dann können wir das immer auf- und zumachen, um je nach Bedarf zu befüllen. So, das war's von meiner Seite. Ich möchte mich verabschieden. Euer Tornado. Ciao. So, unser Futterhaus ist fertig. Eine Ansicht mit transparenter Scheibe. Hier ist die praktische Einfüllhilfe. So können wir das Futter hier reingeben. So, die Rückwand. Und wir werden jetzt hingehen und das Häuschen an seinem eigentlichen Platz aufstellen. So, wir werden jetzt Futter abbringen. Sonnenblumenkerne rein. Oder geht noch ein bisschen. So, sehr schön. Hier ist schön zu sehen, auch die Vorratshaltung. Wir werden mal abwarten, wie viel entnommen wird. An den kleinen Häkchen kommen noch zwei Meisenknödel. Und dann ist die Sache perfekt. Auch hier an der Rückseite sehen wir, das Futter ist eingefüllt. Wir werden uns jetzt zurückziehen, um zu sehen, wann die ersten Besucher kommen. So, die ersten Besucher sind da. Toll, toll.